Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Ein extra Gruß für den Nils aus Köln und den Philipp aus Dortmund. In dem letzten Video habe ich bei Big Fish Media ein Video angekündigt. Hier in die Videobeschreibung ist der Link dazu. Schöne Grüße nochmal an Ewald und an Gregor. Das habe ich einen Videovorschlag bekommen von Ole aus Bad Segeberg. Er hat mir dann gefragt, hat mir auch ein paar andere Vorschläge gemacht, aber diesen hier verwirkliche ich jetzt erstmal. Sollte ich Feuchtentüfer das Fahrzeug durchschicken? Ganz einfach sage ich, wenn mein Fahrzeug hat, dass das erste oder zweite Mal TÜV gefahren ist und nicht viel Laufleistung hat, dann fahre ich einfach hin. TÜV heißt nicht nur, ich fahre zum TÜV, ich fahre zu Dekra oder GÜS und so weiter. Ja, ich kann auch zum Werkstatt-TÜV fahren, da können die das, wenn ich nicht viel repariert habe, den Fehler direkt beheben. Ja, dann komme ich ganz einfach, wichtig ist, wenn ihr es selber macht, müsst ihr auch es zutrauen und auch die Ahnung davon haben. Sonst holt euch lieber fachprofessionelle Hilfe. Das fangen wir ganz einfach in den Innenraum an. Wir sitzen im Auto und starten den Motor. Wenn das zum Beispiel die Glühbirnen also nicht ausgehen, wie zum Beispiel ABS, Airbag-Kontrollleuchte oder eben Motorkontrollleuchte. Erstens bei der Motorkontrollleuchte ist zu 99% immer der Fall. Es kann auch was anderes sein, aber meistens ist es die Landersonde. Die ist dafür zuständig, die Messwerte in den Auspuffkrümmer oder wo sie gerade sitzt, die Temperatur zu messen. Bei neueren Fahrzeugen messt sie auch noch andere Daten. Jetzt kommen wir zu den ABS-Systemen. Das ABS-System ist meistens ein Sensor verdreckt. Der muss gereinigt werden. Es kann auch was anderes sein, aber überwiegend sind es Sensoren, die defekt sind. Dann kommt es zum Airbag. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, ist es meistens das kleine Steuergerät. Das darf man auf keinen Fall selber machen, da muss man geschultes Fachpersonal sein oder sachkundig. Ja, ich bin auch sachkundig. Den Lehrgang hatte ich gehabt. Jetzt kommen wir dann zum nächsten Punkt inne drinnen, ob die Windschutzscheibe einen Riss hat. Da muss sie auf jeden Fall ausgetauscht werden. Hat sie Steinschläge, wenn die nicht im Sichtfeld des Fahrrads sind, können die ausgebessert werden. Übernimmt meistens nicht immer die Versicherung. Aber wenn sie Sichtfeld des Fahrrads ist, darf sie nicht ausgebessert werden. Jetzt kommen wir hierzu, zum Motorraum. Eine Besonderheit für diesen Corsa C. Viele Corsa C-Fahrer kennen das. Nach einem großen Regen fahren sie los und unten haben sie direkt eine Dusche im Fußraum. Wie kann ich das beseitigen? Diesen kompletten Deckel, darunter sind verschiedene Steuergeräte, kann ich austauschen, neuen. Da ist eine neue Dichtung drin, der kostet zwischen 40 und 50 Euro. Das ist mir zu teuer. Ich habe ganz einfach genommen Silikon. Super dicht, ich habe keine nassen Füßen und das ist schon gut. Und da kann auch kein Schimmel entstehen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Brennflüssigkeit. Die ist brandneu. In brandneuer Brennflüssigkeit hat 265 Grad und wichtig dabei ist, mit der Zeit kommt in die Brennflüssigkeit durch den Bremsen. Wir kennen das im Badezimmer, den Effekt, da entsteht diese Feuchtigkeit oder die Nässe und das sammelt sich dann hier in die Brennflüssigkeit, auch durch die Hitze, Kälte und Hitze. Und da ist dann auch meistens dann durch die Wärme noch, wird die dunkel, die Brennflüssigkeit. Man muss ja denken, welche Temperaturen da entstehen beim Bremsen. Wie gesagt, es zieht dann in die Umgebung die Nässe und dann wird die Brennflüssigkeit eben dunkel. Es gibt auch einen Test in der Werkstätte, die nehmen eine Pinzette, etwas Flüssigkeit, dann träufeln sie sie eben auf ein spezielles Gerät, da wird erwärmt und dann hat man den Siedepunkt. Warum hat der Siedepunkt eine wichtige Aussagekraft? Eindeutig, wenn zu viele Wasserhaltigkeit ist in der Brennflüssigkeit, also zu viel Nasse, also was da drin ist. Bei einer richtig schönen Bergtour, Berg runter vielleicht noch und ich bremse viel, könnte irgendwann passieren, dass der Bremspedal bis auf den Boden runter ist und ich habe keine Bremswirkung mehr und das kann zu einem schweren Unfall führen. Deswegen ist das ein enorm wichtiger Punkt, die Brennflüssigkeit. Ich gehe immer nach die Helligkeit. Wenn sie dunkel wird, wechsle ich sie auf jeden Fall aus. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Die Bremsleitungen sollten auch kontrolliert werden. Meine waren hier verschiedene, ziemlich stark verrostet. Die sind alle gewechselt worden. Hier ist auch das ABS-Steuergerät. Das ist meistens nicht der Effekt. Das ist hier die komplette Steuern, hydraulische, elektrische und die Pumpe dafür. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt.
der Motor und den Getriebe. Das ist der Motor. Meistens sind es Undichtigkeiten im Bereich der Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung oder auch unten die Ölwanddichtung. Wenn Sie ein bisschen schwitzen, ist es kein Problem, das ist ganz normal. Aber wenn Sie dann ziemlich stark ölen, dann müssen Sie erneuert werden. Beim Getriebe ist es meistens die Simmerringe, links und rechts, wo die Steckachsen reinkommen, die Antriebswellen. Ja. Dann haben wir natürlich noch einen Punkt, da sollten wir auch drauf achten, die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer hier sind getauscht worden beide, weil die sind aus Plexiglas und durch die UV-Strahlung werden die vergilbt, bis sie ganz dunkel sind und dann nimmt das der TÜV auch nicht ab. Man kann teilweise, wenn es noch in Anfangsstadien sind, mit einem speziellen Plexiglasreiniger reinigen. Wichtig dabei zugleich die komplette Beleuchtung kontrollieren, ob sie funktioniert. Auch die Nummernschildleuchten, die werden auch kontrolliert und wichtig, wir können auch mal die Hupe drücken, ob die auch funktionieren. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, was immer bei ist, was öfters mal kontrolliert wird, die Verbandskästen. Die haben auch ein Ablaufdatum, das sollte dann auch, sollte man drauf gucken, dass es nicht abgelaufen ist. Und das zum nächsten Punkt, auch der Fahndreieck sollte man nicht unterschätzen. Hier haben wir dann auch die Federbeine, darauf kontrollieren wir auch die Federn, ob die gebrochen sind, ob die Stoßdämpfer ölig sind. Wenn sie ölig sind, sind sie komplett Schrott. Aber man kann sie auch vorher testen lassen bei verschiedenen Organisationen, ob die noch sehr gut sind. Dann natürlich die Radlager sind wichtig. Die ganzen Querlenker sollten auch kontrolliert werden. Dann natürlich kommen wir das hier zu einer Sondereinheit. Hier musste ich die kompletten Fahrwerk eintragen lassen, weil das Fahrzeug ist tiefer und härter und da wurde dann original eingetragen. Sie ist jetzt auch in die Papiere eingetragen. Dieses Fahrzeug ist tiefer gelegt und extrem hart. Jetzt kommen wir noch zum Thema Reifen. Der Reifen ist eines der wichtigsten Teile wie die Bremsanlage am Fahrzeug. Zum Ersten, die Bremsanlage ist auch wichtig. Hier sind die Bremsscheiben gewechselt und die Belege. Hinten sind die Belege gewechselt worden und die Handbremse sollte man auch kontrollieren. Am besten an ein Gefälle, wo kein Verkehr ist. Und dann sollte man gucken, ob die schon nach 5, 6 Zähne oder so zieht. Da sollte der Wagen dann stehen bleiben und nicht durchrollen. Die kann man auch meistens noch einstellen. Das kommen wir aber zu den Reifen. Ein Reifen sollte mindestens 1,6 mm haben. Ein Winterreifen werde ich sagen bei 4 mm, wenn er später drunter ist, fährt er im Sommer runter bis auf 0, also bis auf 1,6, nicht auf 0. Er muss die 1,6 muss man haben. Und wichtig, in Österreich gibt es eine Sonderregelung, wenn man das mal in Urlaub in Österreich fährt. Ein Reifen, der unter 4 mm ist, ist kein Winterreifen mehr. Er gilt als Sommerreifen. Wichtig dabei gucken, auch ob der Reifen spröde ist. Es gibt hier auch natürlich die Reifengröße, sollte man auch kontrollieren, dass die richtige Reifengröße drauf ist, die man fahren darf. Und dann noch gibt es eine große Hilfe, die DOT-Nummer. Das steht drauf, zum Beispiel geben wir an die 2318, das bedeutet, der Reifen wurde in die 23. Woche 2018 produziert. Man sollte Reifen spätestens nach 10 Jahren wechseln. Meisten wechseln dann auch schon nach 8 Jahren. Das ist wichtig. Wie erkenne ich einen Winterreifen? Meistens an den M&S-Dings. Und neuerdings haben sie auch so schöne Flöckchen drauf oder auch so schöne Bergchen. Da erkennen wir, ob das ein Winterreifen ist. Manche haben ja auch natürlich einen Allwetterreifen. Der gilt für alle Jahresreifen. In dem Flachland ist das noch vollkommen angebracht, wenn man so in die großen Städte ist, wo nicht viel Berge ist. Aber hier in die Gegenden oder auch wo die Berge sind, ist immer der Unterschied, ein Sommerreifen und ein Winterreifen zum Wechseln immer gut. Ja. Okay, wenn ich irgendwas noch vergessen habe, schreibe ich das unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr auch natürlich auch Anfragen stellen oder Vorschläge machen, Kritik, natürlich auch Anfragen zu den Bildern und so weiter. Und wenn ich natürlich wieder was vergessen habe oder so, alles schreibe ich unten in die Videobeschreibung rein. Dann sage ich zu euch Tschüss und schönen Tag noch. Eure Marlin.